Hier spricht Sven vom Politikstammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt wird sehr spannend, denn hier kann es passieren, dass die AfD zur größten Kraft gewählt wird. Und während bei der CDU das große Zittern beginnt, muss natürlich unser Laschi, dem sachsen-anhaltinischen Landesvater Haseloff, zur Unterstützung herbeieilen. Natürlich grenzt sich die CDU von der AfD ab, aber auch von ihrer Werteunion. Die CDU-Spitze hat sich eine Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt klar von der AfD abgegrenzt und vor Gedankenspielen über eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten gewarnt. So Leute, und jetzt kommt meiner Meinung nach der Moment, wo sich die CDU selbst zerlegt. Zugleich zeigte sie der offenbar weiter nach rechts rückenden konservativen Gruppierung Werteunion die kalte Schulter und betonte, dass diese nicht zur Unionsfamilie gehöre. Dem soeben zum neuen Vorsitzenden der Werteunion gewählten Ökonomen Max Otte werfen Politiker etwa von Grünen, FDP und SPD eine Nähe zur AfD vor. Mensch Laschi, Mensch Rainer, ich glaube, das war ein Eigentor. Naja, Laschi sagte jedenfalls, wer darüber nachdenkt, mit der AfD zu kooperieren, trifft auf den gebündelten Widerstand der ganzen CDU. Meiner Meinung nach sieht das zurzeit ganz anders aus. Und wenn man nach NRW schaut, dann sieht man lieber unseren Laschi mit der DİTİB, der befreundeten türkischen Institution von Erdogan, zusammenarbeiten. Da darf man ruhig mal klatschen. Zur Werteunion sagte Laschet laut Sitzungsteilnehmern, die Gruppierung hat mit der CDU nichts zu tun. Weder inhaltlich, noch strukturell, noch organisatorisch oder auf irgendeine andere Art und Weise. Naja, Laschi, ich hab da mal eine Frage. Die haben doch euer Parteibuch, oder nicht? Und außerdem arbeiten doch in Rathäusern und Verwaltungen eh schon alle Parteien mit der AfD zusammen. Das hatte ich ja in einem meiner letzten Beiträge erwähnt. Lieber Laschi. Doch daran sieht man auch wieder die Doppelmoral der CDU. Und unser Rainer Haseloff denkt natürlich schon nach, mit wem er koalieren kann. Kenia, Simbabwe oder vielleicht mit allen anderen Parteien, um auf die nötige Mehrheit zu kommen. Naja, Leute. Warten wir ab, was Sonntag passiert. Wir werden hier auf Politikstammtisch darüber berichten. Das war Sven vom Politikstammtisch. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über ein Abo freuen wir uns natürlich. Bleibt gerade und bis bald.